Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure Mikrofonqualität kostenlos verbessern könnt, ohne wirklich einen einzigen Cent dafür zu bezahlen. Das Ganze zeige ich euch in diesem Video mit OBS Studio. Es gibt natürlich aber auch viele andere OBS-Varianten und dort funktioniert das Ganze natürlich genauso. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch bereits schon eine Tutorial dazu gemacht, wie man OBS überhaupt so einrichtet. Das heißt, falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze geschafft habe, dass es so bei mir jetzt eben halt aussieht, checkt gerne das Video ab, werde ich natürlich oben in der Infokarte verlinken und dort habe ich euch das Ganze im Prinzip schon mal erklärt, die ganzen Grundlagen von OBS erklärt, wie man damit aufnehmen kann und so. In diesem Video soll es aber rein ums Audio gehen, das heißt, uns interessiert heute eigentlich nur dieser Tab da oben und als erstes, bevor man überhaupt in irgendwelche Einstellungen geht, kann man direkt etwas machen mit seinem Mikrofon und zwar wenn ihr ein externes Mikrofon habt, also kein Headset habt, nicht das hier direkt vom Mund zu habt, dann könnt ihr erstmal euer Mikrofon in eine vernünftige Position bringen. Bei mir sieht man jetzt tatsächlich das Mikrofon nicht, aber das befindet sich im Prinzip genau hier, also genau da, wo jetzt mein Finger im Prinzip endet, genau dort ist das Mikrofon. Ich habe es eben halt genauso abgeschnitten, dass es nicht im Bild ist, aber habt das Mikrofon lieber im Bild, als dass ihr eben halt euer Mikrofon sehr weit entfernt habt. Ich hätte euch empfohlen, wenn ich hier im Prinzip diese Distance hier macht, dass eure maximale Distance, die ihr von eurem Mund haben solltet, bis zu eurem Mikrofon, weil danach geht euch eben halt super viel Qualität eures Klangs verloren und umso weiter ihr halt weg seid, desto mehr wird natürlich von eurem Raumklang aufgenommen, denn das Mikrofon weiß natürlich nicht genau, was ist was der Ton von eurer Stimme, was ist der Ton vom Raumklang und dadurch wird eben halt immer mehr vom Raumklang aufgenommen, da ihr natürlich mit dem Pegel des Mikrofons, wenn ihr weiter weg seid, immer höher gehen müsst. Dabei ist es übrigens egal, ob ihr euer Mikrofon mitten, also direkt vor eurem Gesicht habt, also im Prinzip genau hier auf dieser Position oder wie bei mir, ob ihr das hier auf dieser Position habt, das ist wirklich völlig egal, ist auch egal, ob ihr euer Mikrofon so positioniert habt oder so positioniert habt, Hauptsache ihr sprecht eben halt vorne ins Mikrofon rein, dort gibt es meistens so ein Zeichen, es gibt manche Mikrofone, wo man im Prinzip von oben so reinspricht und dann gibt es eben halt Mikrofone wie bei mir, wo man so von der Seite eben halt reinspricht, das ist ganz wichtig, meistens die, von denen man oben reinsprechen kann, haben oben eben halt so ein Gitter und das eben halt rund, also eine flache Fläche oben drauf und die anderen haben eben halt sonst so eine schräge Fläche an der Seite. Das heißt, allein dadurch sollte man schon mal erkennen und wenn man das eben halt richtig rum macht, sollte man definitiv schon deutlich besseren Ton bekommen, als wenn man das irgendwie falsch macht. Damit geht es dann über zu den ganzen Einstellungen, die wir hier in OBS treffen können und zwar geht das Ganze durch unterschiedliche Filter und zwar brauchen wir dafür VSTs, das sind Virtual Studio Plugins, die muss man sich runterladen und die sind tatsächlich trotzdem komplett kostenlos. Ich benutze einmal den TDR Nova Plugin und werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung einmal verlinken und hier müsst ihr einmal rechts auf Free Download klicken und dann einmal noch die Reaper Plugins bzw. die Rear Plugs und hier einmal die Rear Plugs 64-Bit Version bzw. falls ihr ein 32-Bit System noch haben solltet, natürlich auch die 32-Bit Version runterladen. Dann müsst ihr das Ganze natürlich einmal installieren, ansonsten aber nichts weiteres machen. Danach geht es nämlich wieder zurück in OBS rein und dann habt ihr hier im Prinzip genau dieses Fenster bei euren Filtern. Das findet ihr eben halt, wenn ich hier auf Sunart klickt, dann auf Filter klickt. Um jetzt diese Filter hinzuzufügen zu können, müsst ihr einmal aufs Plus unten klicken und dann ganz unten ne VST 2.x Plugin diesen Tab klicken. Hier natürlich einmal einen Namen einstellen. Wenn das Ganze habt, solltest du im Prinzip genauso wie hier aussehen. Ich benutze drei verschiedene Plugins insgesamt. Zwei von den Rear Plugs und dann natürlich noch TDR Nova. Als erstes erstellen müsst ihr hier, wenn ihr den neuen Filter erstellt habt, bei den VST 2.x Plugin einmal Rear Gate Standalone einstellen. Wichtig ist dabei auch, dass man die richtige Reihenfolge nimmt. Als erstes nämlich immer das Noise Gate nehmen, als letztes den Kompressor und dazwischen dann den EQ. Es gibt auch noch weitere andere Filter, die man rauflegen kann. Allerdings sind das immer die wichtigsten und die, die ich persönlich auch brauche. Wie gesagt, als erstes nehmen wir den Rear Gate Standalone. Dann müsst ihr mal auf Open Plugin Interface klicken. Und übrigens, die ganzen Einstellungen, die ich euch jetzt zeigen werde, sind für jeden individuell. Also ich werde euch jetzt im Prinzip zeigen, was ihr einstellen könnt, was ihr im Prinzip dabei lassen solltet, wie ich es jetzt habe. Und dann müsst ihr das Ganze im Prinzip auf eure Stimme, auf euer Mikrofon abpassen, damit das Ganze eben halt insgesamt stimmt. Bei mir habe ich jetzt das Auner Mic 900B. Das heißt, alle, die dieses Mikrofon ebenfalls haben, sollten die Einstellungen relativ ähnlich treffen können. Hier im Noise Gate müsst ihr eigentlich nicht wirklich viel verstellen. Einmal den Hold auf 200 Millisekunden hätte ich euch empfohlen. Das können auch
alle übernehmen. Und dann müsst ihr als letztes nur noch einmal auf der linken Seite hier das Ganze einstellen. Das ist sozusagen der Switch, wo eben halt die Stimme aufgenommen wird, beziehungsweise generell Ton vom Mikrofon aufgenommen wird und ab wo nicht. Im Prinzip genau da, wo jetzt dieser Strich ist, wird eben halt aufgenommen und ihr könnt das Ganze eben halt auch hier rechts überprüfen. Also immer wenn ihr hier etwas seht, wird eure Stimme beziehungsweise generell Ton gerade aufgenommen. Wenn das nicht steht, dann wird eben halt nichts aufgenommen und ihr müsst das Ganze hier eben halt ein bisschen höher oder tiefer schieben. Wenn ihr sprecht, dann sollte immer etwas aufgenommen werden. Falls ihr beim Sprechen hier seht, dass es immer wieder runter geht, also wirklich deutlich runter geht oder hier eben halt an dieser Seite unter diesen Strichjob, dann solltet ihr das eben halt etwas runterstellen. Falls ihr dort aber noch viel Platz habt, könnt ihr es auch etwas höher wieder stellen, denn umso höher ihr das habt, desto weniger wird beispielsweise Klappern von der Tastatur, irgendwelche Lüftergeräusche, irgendwelche Störgeräusche aufgenommen und das ist natürlich deutlich angenehmer. Damit sind wir mit dem Noise Gate durch. Als nächstes geht es mit TDR Nova weiter. Das ist ein EQ, ein Equalizer und hier müsst ihr einmal auch wieder auf Open Plugin Interface klicken und das Ganze sieht jetzt immer so aus. Hier muss man 5 verschiedene Sachen einstellen und zwar hätte ich euch als erstes immer empfohlen, einen High Pass einzustellen. Der cuttet alle Low Frequencies aus. Ist ein bisschen verwirrend der Name tatsächlich, aber im Prinzip werden dadurch alle Geräusche, die so wirklich sehr, sehr tief sind, so etwas wie beispielsweise Brumm von irgendwelchen Lüfter, von Pumpen, falls ihr eine Wasserkühlung habt, so etwas kann dadurch vielleicht aufgenommen werden und dadurch, dass ihr immer diesen High Pass einstellt, wird das Ganze dann eben halt auch rausgecuttet. Ich habe das jetzt auf 90 Hertz gestellt und dann auf die stärkste Stufe gestellt. Wie gesagt, auch hier müsst ihr das Ganze natürlich etwas auf euer Mikrofon anpassen. Eigentlich ist es immer so, dass man hier so ungefähr ab 50, 60 Hertz das Ganze wegcutten sollte. Man muss eben halt bei TDR Nova etwas höher stellen, damit es hier im Prinzip bei diesen Frequenzen wirklich ganz rausgecuttet wird. Und wie gesagt, höchste Stufe, damit es wirklich sehr schnell dann auch rausgecuttet wird. Probiert einfach ein bisschen mit dieser Stellung herum. Also geht hier vielleicht ein bisschen auf 70 Hertz runter oder auf 110 Hertz runter. Das ist ungefähr die Range, die ihr dort wählen solltet. Dann habt ihr als nächstes die verschiedenen Bänder. Das sind sozusagen die einzelnen Verschiebungen in den einzelnen Frequenzen. Und dort haben wir jetzt erstmal beim ersten Band hier so eine Einstellung. Das heißt, hier geht das so runter. Das müsst ihr auf der linken Seite da einwählen. Dann habt ihr hier 3 verschiedene weitere Einstellungen. Als erstes Q, dann Frequency und dann Gain. Q ist im Prinzip, wie breit das Ganze ist, beziehungsweise wie spitz das Ganze ist. Wenn ihr hier den Q runterstellen würdet, beziehungsweise hochstellen würdet, dann geht das eben halt höher. Wenn ihr ihn runterstellt, dann geht das Ganze eben halt etwas niedriger. Ihr solltet jetzt auch schon merken, dass sich meine Stimme etwas verändert hat. Mit dem Gain könnt ihr dann eben halt einstellen, wie stark das Ganze insgesamt sein soll. Also dann wird dieser ganze Hügel im Prinzip gehoben. Mit Q wird eben halt sozusagen die Breite bestimmt so ein bisschen. Und mit der Frequenz wird eben halt bestimmt, wo das Ganze eben halt hier sein soll. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich, wenn man das so ungefähr so zwischen 90 Hertz und so 125, 135 Hertz einstellt. Und das Ganze müsst ihr eigentlich ausprobieren. Bei den meisten sollte es aber definitiv hier irgendetwas im Plusbereich so ungefähr 110, 120 Hertz sein. Und falls ihr eben eine etwas höhere Stimme habt, wird es wahrscheinlich eher auf der linken Seite sein. Umso tiefer eure Stimme ist, könnt ihr es auch eher auf die rechte Seite etwas hier hinpacken, also eher Richtung 120, 130 Hertz. Als nächstes beim Band 2 cutten wir dann ein paar Frequencies. Dort haben wir diesen Hügel in der Mitte ausgewählt. Das ist sogar ein relativ breiter Band hier auf 1,5 gestellt. 250 Hertz ist so ungefähr die Frequency, die ihr dafür nehmen solltet. Ich hätte euch so empfohlen, irgendetwas zwischen 225, 300, 325, da so in dieser Range auf jeden Fall zu nehmen. Und das Ganze cuttet im Prinzip euren Muddy Sound raus. Das heißt, falls ihr einen sehr unsauberen Sound habt, dann macht dort etwas mehr raus. Falls ihr einen sehr, sehr sauberen, sehr, sehr hellen Klang habt, dann macht er eher nicht so viel raus, weil dort immer wirklich so teilweise auch eine sehr angenehme Stimme bei rauskommt. Also wenn ihr da zu viel herauscuttet, dann wird eben halt irgendwann eure Stimme dann wirklich zu hell, zu unklar und dann klingt die Stimme vor allen Dingen auch nicht mehr schön. Dann erst wieder bei 2,5K gibt es einen kurzen Bereich, wo Töne drin sind, die man gar nicht will. Das sind nämlich so diese Lisp-Laute, also dieses scharfe S immer so. Das wird dadurch sehr, sehr prägnant gemacht und das sollte man eigentlich immer eher rauscutten. Und dann haben wir noch beim vierten Band einen, der so hoch geht und da sind dann eben halt wieder hier bei 17.500 Hertz die sehr, sehr klaren Laute. Dadurch bekommt eure Stimme wirklich an Klarheit. Dadurch wird die eben halt wirklich
deutlich angenehmer nochmal die Stimme und da sollte man auf jeden Fall etwas boosten. Bei mir funktioniert das Ganze jetzt um 12,5 Dezibel ganz gut. Damit seid ihr dann auch schon mit dem TDR Nova EQ Plugin durch. Als nächstes und als letztes kommt dann schon der Kompressor. Damit wird im Prinzip eure Stimme komprimiert. Das heißt, falls ihr ganze laute Sounds machen solltet, beispielsweise wenn ihr raged oder so oder euch freut, dann schreit man ja eben halt auch manchmal einfach ins Mikrofon und das will man eben meistens nicht haben, denn wenn ihr hier oben mal schaut und das Ganze hier in den starkroten Bereich geht, also hier über minus 5 Dezibel geht, dann ist das Ganze auf jeden Fall nicht mehr wirklich angenehm. Ihr sollt versuchen, die Stimme dauerhaft hier so im gelben Bereich zu haben. Ganz bisschen kann es in den roten Bereich reingehen, aber es sollte jemand wirklich nicht zu stark reingehen. Denn falls ihr hier vor allen Dingen über 0 Dezibel seid, dann wird das jemand übersteuern und das klingt dann wirklich überhaupt nicht mehr gut. Deshalb sollte es hier auf jeden Fall im gelben Bereich ungefähr bleiben. Und falls ihr mal keinen Kompressor habt, dann werden eure leisen Stellen eben halt relativ leise auch bleiben und die Stellen, wo ihr sehr, sehr laut seid, werden weiterhin auch sehr laut sein. Man will aber natürlich, dass alles ungefähr gleich ist, denn ansonsten hört man euch manchmal fast gar nicht, ansonsten manchmal eben halt übersteuert. Dafür ist immer das hier da, das ist das RealComp Standalone. Hierbei gibt es drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Als erstes einmal die Ratio, dann der Threshold und dann noch Wet hier hinten. Wet ist im Prinzip, wie stark das Ganze dann hochgemacht werden soll, also wie viel lauter das Ganze dann werden soll, denn es stellt natürlich hier auf der linken Seite mit dem Threshold ein, ab welcher Dezibelsanzahl das Ganze im Prinzip greifen sollte, also ab wann eben halt das Ganze leise gemacht werden soll. Und hier in diesem Bereich könnt ihr dann auch sehen, wie viel das Ganze funktioniert, das heißt, ihr seht hier immer minus 0,1, das dann eben halt wirklich, wie stark das Ganze runtergeht. Und mit Ratio stellt ihr im Prinzip ein, wie stark das Ganze hier auslösen soll. Als Threshold sollte hier irgendwas so ungefähr um die minus 25, minus 20 nehmen. Dort müsste es bei den meisten eigentlich ganz gut passen. Die restlichen Settings könnt ihr eigentlich gleich lassen. Beim Ratio könnt ihr eben mal ein bisschen rumspielen, falls ihr eben halt wirklich eine sehr, sehr hohe Differenz in eurem Mikrofon habt, dass eure lauten Sounds vielleicht sehr, sehr laut sind, eure leisen eben halt sehr, sehr leise, dann stellt ihr eben mal die Ratio etwas höher. Falls es nicht der Fall sein sollte, lasst es eher etwas niedriger. Mit Wet stellt das Ganze dann im Prinzip so für euren Output-Gain ein. Das heißt, damit wird eure endgültige Lautstärke dann im Prinzip reguliert. Hier solltet ihr so ungefähr um die minus 12 drin sein. Das heißt, hier so kurz vorm orangen Bereich. Hauptsächlich soll es im gelben Bereich sein. Dann ist eigentlich perfekt. Spielt hier einfach ein bisschen rum damit. Und hier eben halt gerade den Threshold, den müsst ihr einfach mit Hören eben halt überprüfen. Denn wenn ihr das zu stark macht, dann wird eure Stimme zu sehr komprimiert. Dann gehen einfach Details aus eurer Stimme verloren. Und wie gesagt, falls ihr es zu schwach macht, dann wird eben halt euer Mikrofon darauf übersteuern. Damit sind wir dann eigentlich soweit schon mit den ganzen Mikrofon-Settings durch. Als letztes nochmal etwas, was ich kurz hier erwähnen will, ist die Abmischung zwischen Mikrofon und Desktop-Audio. Das Ganze sollte eigentlich immer so sein, wie gesagt, dass euer Mikrofon hier so im gelben im Ende des gelben Bereiches sein sollte. Euer Desktop-Audio sollte immer deutlich niedriger sein. Es sollte eigentlich hier eher im grünen Bereich für minus 20 bis minus 25 Dezibel sein, denn ihr wollt natürlich eure Stimme im Vordergrund haben. Das ist so eine kleine Richtlinie. Müsst ihr einfach immer ein bisschen hören. Das ist auch teilweise eben halt echt schwierig, wie man das Ganze dort regeln soll. Hier braucht ihr aber keine Filter drauf, das heißt, stellt das Ganze hier einfach mit dem Regler ein. Falls ihr hier das Ganze immer zu grau seht, dann klickt einmal Rechtsklick hier auf Lock Volume, dann könnt ihr das Ganze verschieben. Falls ihr daran nichts verschieben wollt, klickt auf Lock Volume, dann kommt ihr nicht irgendwie unbeabsichtigt drauf und verschiebt das Ganze hier. Damit sind wir dann eigentlich auch schon mit diesem Video durch. Falls ihr noch weitere Wünsche zu weiteren Tutorials zu OBS habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.